Da hatten wir die letzten 45 Minuten für heute. Folge geht 8 Stunden. Nein. So schlimm ist auch nicht. So, ganz normal Fleck googelt's. Auch mal ein paar Schutzhelme herstellen. Moment, wer ist denn unser Medizinmeister? Ich glaube, da ist immer noch Sloda. Sloda meint gerade aber Uran zu bohren. Muss man eben kurz zwischenspeichern, wenn das Spiel jetzt nicht stirbt dabei. Sieht gut aus. Ach, da ist schon ein Stuhl, da ist nur ein Baum vorgewachsen. Sloda wird sich mal Mr. Nonkonform auspacken. Das ist das gar nicht, das ist irgendwas anderes. Oder verstehe ich das falsch vom Text her? Was? Es wird vor dem Tod getrunken? Das ist ja super ekelhaft. Aber was ist... Ach, die haben das wahrscheinlich wirklich verändert. Dass es nicht mehr Tote machen muss. Nein, das Zeug laut... Laut Text... Ist das so, dass das Zeug... wenn du das in Essen einkochst, keinen Effekt mehr hat. Ach komm, wir beerdigen dich wieder. Hier muss man gucken. Vielleicht haben sie wirklich irgendwann mal die... Wiederbelebungsnaniten... verändert, dass sie dich halt wiederbeleben, wenn du die Feuer trinkst. Höhö, Galatros. Ins Essen einkochen und dann essen. Und dann, wenn du stirbst, wirst du wiederbelebt. Roh ist es, glaube ich, tödlich. Roh kannst du es auch gar nicht damit interagieren. Mach den eben fertig. Damit die Leute so lustig aussehen. Ach, wird gar nicht mehr wiederbelebt wie früher. Nee, ich werde keine Flüchtlinge aufnehmen. Irgendwie ist das geil auch an den Nanitendingern, wovon übrigens schon wieder eins geschlüpft ist. Dass sie sofort ausgewachsen sind. Mechanoidenmilch.
diese Quecksilber-ähnliche Substanz kann nicht weiterbearbeitet werden. Es kann aber raffiniert werden, um Neutramin zu gewinnen. Wo auch immer das passiert. Was wohl ein Mecherhase kann. Kommt auf die Mods an. Es gibt auch noch Wiederbelebungsnaniten. Aber die Wiederbelebungsnaniten waren ja ein Bestandteil damals schon, also auch vom normalen Vanilla Rimworld. Deshalb wundert mich halt, dass die nicht vorhanden sind. Oder das ist vielleicht eine neue Form, aber die alte Form kann es halt per Mod noch reinziehen. Ja, ein Mechanoin kann ich noch zusammenfügen. Und ich glaube, das sehe ich mir auch für Trumbo. Die Naniten sind laut Wiki eine Questbelohnung. Dann haben sie es wahrscheinlich da irgendwann mal reingezogen. Früher konntest du die bei Händlern manchmal noch finden. Ihr macht das schon. Den Gefangenen. Keine Ahnung, was sich das Spiel denkt eigentlich bei der Generierung. Also wenn ich hier ein Hotel betreibe. Bungalow. Bungalow-Anwesen. Du machst doch schon kleiner Bot. Fortschrittliche Bauteile, ey.
67 Reichweite. Achso, ich hatte die schon mal gebaut. Aber war nicht so begeistert von. Sie ist nämlich relativ schnell kaputt gegangen. Bei 10 Gefangenen muss mindestens 2 Mann abstellen, die sich nur um die kümmern. Richtig, deshalb werde ich mich darum auch nicht kümmern jetzt. Anti-Tank-Mine. So, schmeiß den ganzen Kram hier weg. Er schmeißt gleich einen industriellen Komponenten. Ach, das ist die RimHUD-Einstellungen. Alles gut, will ich nicht sehen. Ich sehe gerade einmal die Tiere frieren. Weil die Stromverbindung irgendwann mal weggekappt ist. Leg dein Ei! Muss er aufwachen, um ein Ei zu legen? Es ist 100%. Ach so, der Gepard muss kommen, muss das Ei gebären. Also beziehungsweise das Bauteil. Komm raus, Bauteil. Muss einfach mit beiden Händen in die Maschine reinpacken und es rausziehen. Gute Nacht, Rowdy.
brauche ich auch noch einen Orbitalsensor und hier brauche ich auch nochmal einen. Ach, Moment, den brauche ich nicht. Den gibt's schon. Aber wer ist der Papa dieses Bauteils? Ist Puffy wieder schlafgeweint in den Tierstall gegangen? Ich glaube nicht, dass ich da mit einem Mecha Buffalo Liebe mache. Komm hier. Die Monsterkatze ist wieder da. Hat Glück, dass der Hund schläft. Da ist er nämlich nicht eifersüchtig. Da sieht er mal, dass sie so breit ist wie ich, ey. Hm, Leo, bist du ein Riese? Und du meckerst gar nicht. Zeig mal die Karte. Meinst du die Karte oder die Katze? Katze ist nämlich schwierig. Kann sie nicht hochheben, weil sie mich sonst zerfleischt. Ich habe die falsche Kamera genommen. Es hat sich hingelegt. Der Schlawiner. Tut mir leid, beide sind pennt. Weiter. Deine Pussy ist nicht rasiert. Nee, die Pussy ist nicht rasiert. Wenn ich versuche, die Pussy zu rasieren, da werde ich wahrscheinlich umgebracht. Wenn ich den Kater rasiere, ja. Was? Dann kriege ich seinen Penis ins Gesicht? Ach so. Aber es hat jemand geschrieben, der Penis, also der Kater ist nicht rasiert. Dafür kann ich doch nichts. Jetzt habt ihr die Frau des Hauses sauer gemacht. Ich rasiere den Kater nicht. Dann kastriere den Mops doch. Ist doch nicht meine, sind doch nicht meine Eier. Ich opfer dich nicht, Balthasar. Vor allem war Leo gerade auf meinem Schoß und jetzt hast du ihn erschreckt. Jetzt ist er mich runtergehüpft, weil du am Rumschreien warst. Mal die ganzen Tech-Prints einlesen. Ihr müsst mich darüber nicht informieren, wenn ein arktischer Löwe Killer angreift. Killer ist erst tot, wenn seine eigenen Leute in den Kopf schießen. Du kannst nichts aus dem Löwen mixen, das ist ein erweitertes Tier.
das nicht aus dem Hauptding. Deshalb, der Genmod muss erweitert werden. Kann so nicht arbeiten. Gute Nacht, Turbinator. Und ich bin auch nicht mehr so lange da. Das ist die letzte Folge hier. Menschen direkt immer meinen, dass man das ernst meint, wenn man meint, wenn Leute sagen, Katze rasieren. Wird ja mein Hund auch nicht rasieren. Außer die Frisur am Ende sieht schön aus. Ich hab's an falsche Stelle gesetzt. Da kommt das Radio hin. Habt ihr denn schon den Total War Warhammer 3 Trailer gesehen? War es eine geile Scheiße? Bald zusammen mit Irokese. Ach, sowas funktioniert doch nicht. Teilstück Uran sind 15. Da kriegst du echt die Krätze bei sowas. Ich mach gern noch einen EMP-Werfer, weil gegen Mechanoiden ist das einfach die beste Waffe. Nein, ich warte da auf die Trailer-Reaktion von Proof auf YouTube. Deal! Mach ich. Da wird dir das Rohr aber platzen. Aber die EMPs sind doch leicht versetzt. Das hat mich nur vorhin gestört, dass sie angegriffen haben, dass sie so knapp davor waren. Der Bärmaul. Das hässlichste Tier, was man züchten kann. Bis jetzt. Das übliche Problem. Ich muss erst erlauben, dass die bewegt werden.
bleibt liegen, Leichen. Da, wo ihr jetzt seid, ist es besser. '65, '35, '38, '20, '10. Warum soll ich die bauen, ey? Ohne Scheiß. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn zurück. Die braucht auch fortschrittliche Bauteile. Da ist noch eine Stufe vor der Recon-Rüstung. Die Trooper-Rüstung. Ganz merkwürdig. Zwei deiner Spider-Mechs dürften auch nicht für Applaus sorgen bei deinen Gegnern. Ja, okay. Ich kann meine eigenen Mechs jetzt mit dem EMP-Werfer schaden. Dann ist das halt so. Falls die Tiere angeschossen werden. Obwohl, die Tiere hole ich ja eh nach drin. Egal. Und vielleicht die Felder auch schützen. Die können ja auch brennen wie Zunder. Ja, ihr findet Vorkommen in Windeseil jetzt immer. Gold mit dem Untergrundscanner gesehen. Stahl baute hier ab jetzt in aller Freude und wird halt auch immer besser. Das ist das Ding mit den Rippenimplantaten. Bewusstsein plus 100%. Hat man nicht irgendjemand, der im Bewusstsein ein bisschen abgespaut hatte? Ah ne, ich glaube, der ist gestorben. Armprothese, bionischer Arm. Wir haben ja auch drei Leute, die eine Wirbelsäule brauchen. Sie wissen euch, dass sie sie brauchen, aber sie werden sie brauchen.
ein kleines Gerät, das sein Bestes tut, um die noch funktionierenden Bereiche des Gehirns am Laufen zu halten. Der Nervenlage erzeugt ja durchgehend Schmerzen. Den wollen wir ja nicht. Ist das Ding einfach mal 10-mal so groß. Wobei ich noch nicht, also mir noch nicht klar ist, was dadurch besser ist. Achso, die Arbeitsgeschwindigkeit daran ist schneller. Und den kann ich eh abreißen, da kann ich lieber einen elektrischen irgendwann mal bauen. Sieht so aus, wenn die Tiere nicht genug Schlafplätze hätten. Das sieht so aus, weil die Dinger so groß sind. Hier hat Dinger gesagt. Das hat er. Und er kriegt richtig kalte Füße, weil draußen einfach minus 8 Grad sind. Theo, kommst du? Fäustchen. Was ein Monster, ey. Aber 150% Arbeitsgeschwindigkeit von Anfang an. Jetzt 160 und mit dem dann 170. Hast du keine Heizung? Doch. Automatisch eingestellt. Bau doch wieder ein bisschen an. Ach, bitte. 170. Rüst mal deine neue Waffe aus. Vielleicht bist du dann glücklicher als jetzt. Yeah, ich habe diese fette Sniper. Dulul. Das Quest kann eh ablaufen. Das war doof. Ja.
Strumbo-Bierwolle. Umfallo-Wolle. Obwohl, stopp, den entferne ich auch mal. Da habe ich auch einen größeren Tisch jetzt. Oh, wobei ich die beiden wahrscheinlich halten kann. So, Rippenimplantate erforscht. Raudi arbeitet. Ich muss mal deinen Stuhl entfernen. Kein Ding. Ich kann auch arbeiten, während du unter meinem Arsch Sachen wegmachst. Produktion, wo ist es? Hab ich auch gesehen. Da. Large Tailoring Table. Verdammte Hacke, der ist natürlich richtig large. Als wenn ein großer Tisch irgendwas besser macht. Vier Bauteile. 150 Holz, 100 Stahl, ist ja nix. Das stimmt nicht. Blood Ghoul. Frauen sagen, es ist größer, besser, bis zu einer gewissen Größe. Ab da ist es schlecht, groß zu sein. Wolltest du dir nur sagen, bevor du enttäuscht bist. Ach, ich weiß, sollte ich auch wirklich mal die Feuerlöscher herstellen, wo ich die gerade schon mir so angeguckt habe. Angegiert. Ein 2 Meter Körperteil wäre zu groß bestimmt. Alles löschen. Ich möchte gerne nicht Stoff, sondern Teufelsgarn. Wie schnell produziert der? 170%. Der Mensch will Flickenleder haben.
wenn ich euch Handschuhe mache, tragt ihr sie dann auch so ganz klein über den Händen? Also, dass man oben auf den Bildern sieht, so kleine rote Händchen vorne. Und sogar immer meisterlich Handschuhe. Weil werden dann nicht mehr so viele Hände abgebissen. Wenn die kämpfen. Menschenbiss, Hand, tot. Genau. Klau erstmal jemand anderen in den Parker. Moment, ich mach da oben auch ein zweites Teufelsgarn-Feld. Wir sind inzwischen so viele Leute und die ganzen... Wir sehen ja, wie geil die Chitin-Kleidung finden. Sind ja total begeistert davon. Also diese Insektenkleidung. Das da kam wieder weg. Das habe ich schon abgebaut. Das hier kann auch weg. Die Leute haben echt alle nichts zu tun. Ja, bionischer Arm, bionische Wirbelsäule. Ich glaube, Tode hatte seinen Arm verloren. Am linken Arm die bionischen Arm einsetzen. Mechanoid-Eck verabreichen. Kann nicht fehlschlagen. Ihr bekommt jetzt alle künstliche Wirbelsäulen. Kann es vielleicht sein, dass ich das Mechanoid-Ei in den Gefangenen einführen kann und dann kommt da ein Mechanoid raus? Ach, der Effekt kann unterschiedlich sein. Ah ne, es ist wie eine Sucht. Stoffwechsel wird erhöht, Schmerz wird reduziert und Bewusstsein wird erhöht. Ein Chemikalienkonsum. Boah, wenn du nach Mechanoiden-Eiern süchtig wirst, hast du ja ein echtes Problem. Jetzt ist mein Trumbi übrigens erwachsen. Und ich weiß, irgendwie sieht er ein bisschen aus wie ein normaler Trumbus auf Steroide. Halt wie die anderen Tiere auch. Gelbe Viper, das kannst du nicht machen. Halt, stopp.
jetzt der Weltmedizin. Ich glaube, es hackt. Mir sogar Raumschiffteile geschenkt. Ich glaube, einer davon freut sich sogar darüber, dass der jetzt, genau, weil er Transhumanoist ist, er fühlt sich begrenzt in seinem Körper. Dieses künstliche Körperteil gefällt mir. Noch mehr Stahl. So, ich glaube, wenn ich jetzt nicht aufhöre zu spielen, wird das Spiel mich gleich ficken. Ich habe das irgendwie so im Gefühl. Ganz vergessen. Das macht alles rowdy. Proof zu einem übergroßen Arbeitstisch, müsste jetzt den Tiny Workbench Mod benutzen, dann ist der nur ein Feld groß. Ja, schön. Neurale Berechnung, Hologramme. Ah, die Hautverhärter wären noch cool. So, damit habt ihr genug zu tun. Der königliche Tributeintreiber kommt. Ach, bevor ich jetzt ausmache, weil ich gesagt habe 45 Minuten, ich bin schon bei 49 Minuten, werde ich nochmal eben Produktion. Ich sehe auch heute sind alle ein bisschen müder. Den elektrischen Stonecutter hier hinsetzen. Auch wenn ich zurzeit nichts großartig auseinandernehme. Dann brauche ich definitiv den zweiten Tisch nicht. Du machst das, Bär. Marmor, Granit, Granit. Sammelt mal die Kalksteinblöcke ein.
ist eigentlich das Training der Spinne? Ah, sehr schön. Alles hat funktioniert. Sein Meister ist gepaart. Ja, und Credo hat den Trumbo-Bär. So, dann werde ich nächstes Mal einen zweiten Verteidigungsperimeter bauen, irgendwo im Norden. Aber was soll ich sonst machen? Wird schon teuer genug vom Stahl her. Und Uran und alles. Und dann sieht man sich wieder in alter Frische.